Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. Hier sind wir gerade vor dem Haus vor Noras Mutter und ja, wollen jetzt ihre Mutter mal besuchen. Und ja, sogar mit der Kleinen, also ihr mal zeigen. Schau mal, Mama, du bist jetzt Oma geworden. Oh, schau, wir dürfen schon reingehen. Ich weiß, es ist noch zu früh, Mama, aber... Oh, du schläfst noch. Wieso schläfst du noch? Okay, weißt du was, Kind? Ich muss dich kurz hier ablegen. Und dann schnell aufs Klo gehen. Eieieiei. So, geh schnell aufs Klo. Hopp, hopp. Da wird sie wohl hoffentlich nichts dagegen sagen, die liebe Mami. Die schläft seelenruhig. Ich glaube, es hackt. Wir könnten dann eigentlich mal gucken, ob wir hier gemeinsam, genau, Brunch servieren. Waffeln. Oje, wird das die nächste Toilette kaputt? Oh, okay, zum Glück nicht. Nora benimmt sich schlecht. Wenn sie so weitermacht, muss ich sie bitten zu gehen. Alter, du pennst? Wie kriegst du das denn mit? Außerdem möchte ich... Oh, wow. Oh, fuck. Wir haben bald gar kein Geld mehr in der Tasche. Und der Winter dauert noch 7 Tage. Wow. Der hat gerade erst angefangen. Oh, ach, du grüne Neuner. Okay. Ja, wir versuchen jetzt aber gerade hier mal irgendwie so ein bisschen, Mama, ich möchte ja, wir denken, es wird Zeit, die Beziehung offiziell zu machen, erklärte Danny Shu, nachdem er Sydney Roos Schottky ihre Partnerschaft bekannt machten. Was machst du jetzt? Wieso? Was? Hä? Nein! Was? Nein! 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 Brennende Tasche, Sturmklingen, halt... Was? Was ist denn jetzt los? Nimm dein Kind mit rein! Ist das dein Ernst? Du schmeißt deine Tochter raus, obwohl die was für dich kochen wollte. Ins Haus eingeladen werden. Ja, super. Kommst du das extra raus wegen dem, oder was? Schau mal, Mama. Ich habe ja doch eine kleine, süße Tochter. Nimm zuerst deine Tochter, bitte. Nimm sie. Und dann kommst du hier rein. Genau hier. So, und hier hingehen. Automatisch. So, Evelyn, hier. Einschlagen. Geistergeschichte. Magst du nicht hier? Okay, plaudern. Okay, du willst Fernsehen oder was? Mitmachen, zusehen? Nein. Bitten zu posieren, Steinscher um Schaka. Ach du Scheiße hier. Geschenk geben, Geistergeschichte erzählen. Also viel kann ich nicht machen. Viel kann ich echt nicht machen. Outfits wechseln. Also das ist jetzt gerade ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Ich hätte doch gern zusammen mit dir gegessen. Schau, weiter kochen. Ah, machst du das jetzt? Ja, du machst das, sehr gut. So, was ist mit der Kleinen? Die Kleine hat Hunger. Okay, warte, willst du die Flasche kriegen jetzt? Weißt du, deine Mutter verstirbt hier fast, sie auch vor Hunger und ja. Okay.
abschließen. Ach, wir können das gar nicht machen. Okay, ist blöd. Oder weil wir da nicht wohnen, gell? Evelyn, können wir nicht ein bisschen hier zusammen reden oder so? Das gibt's doch nicht. Einschlagen. Plaudern. Chaka. Was heißt denn Chaka? Den Kleinen wird wieder abgelegt. Okay. Das heißt Chaka. Plaudern. Schau mal, Gemüse und Obst ist sehr gesund. Und ich möchte das im Garten anpflanzen. Was, wie die Blumen? Ja, genau. Wie die Blumen. Dafür brauchst du Samen. Ja, und eine Schaufel und hier und einen Garten und... Oh je. Okay, ich gehe ja schon. Nora benimmt sich Zeit zu gehen. Oh, du hast dich daneben benommen. Gar nicht. Ich will nichts sagen, aber es brennt gleich. Mama. Toll, zuerst lässt es sich ablenken. Was machen wir jetzt? Okay, wir müssen wieder zu Emmett. Emmett. Es ist kein Schwein zu Hause. Zum Opa gehen wir ganz sicher nicht. Der ist auch kein Schwein zu Hause. Echt jetzt? Im Internet surfen? Wo sind sie denn alle? Aha. Panderosa-Haus. Da wohnt ja gar keiner. Mendoza? Mit Emmett plaudern. Aha, Emmett möchte plaudern. Ja, klar möchte ich mit dir plaudern, aber eigentlich möchte ich eher dich besuchen. Oder wo sind die denn alle? Es kann nicht sein, dass die alle weg sind, oder? Boah. Amt für Virenforschung. Okay, erhalte eine Impfung. Laune zu schlecht. Kaufe Schutz. Laune zu schlecht. Kaufe Immunität. Impfung. Okay. Okay, besuchen. Das ist jetzt gut. Oh, Emmett ist sogar zu Hause. Das ist sehr gut. Fährst du selber? Nein. Carly ist sich ihrer Liebe zu Pierce immer noch sehr sicher. Die beiden passen so gut zusammen, flüsterte ein Beobachter. Ja, anscheinend ist das so. So, bitte lass mich rein. Bitte lass mich einfach rein. Emmett. So, warte mal. Du stinkst jetzt schon. Die kleine Anita stinkt. Windeln wechseln. Dann kuscheln. Und dann werden wir dich einfach erstmal hier ablegen. Dann Emmett romantisch. Kompliment über Aussehen machen. Techtelmechtel. Verliebt umarmen. Das will sie ja noch. Und vor allem romantisch. Eigentlich will sie mit ihm rumschmusen. Wieso geht das nicht? Aber ich kann ein romantisches Foto aufmachen. Also aufnehmen mit ihm. Eieiei, da geht's immer rund. Wieso weinst du? Weil du müde bist. Okay. Oh. Ist das süß? Genau, so, schau, du hast hier mit Emmett rumschmusen. Küssen. Romantisch. Da kann ich den gar nicht fragen, ob ich hier beschoben bin.
Okay. So, warte mal. Wir werden jetzt einfach hier unseren Spaß auch noch gleich ein bisschen erhöhen, indem wir einfach mal hier so ein Techtelmechtel wieder haben. Eieieiei. Okay, der Hund reagiert auf das dreckige Essen. Anita, es tut mir so, so leid, aber wir haben kein Bett für dich. Vor allem, weil ich hier kein Geld habe. Und es wird immer weniger, vor allem. Das ist schlecht, wenn der da jetzt auf dem Putz sitzt. Kleine Maus, stehst du jetzt? Das ist nicht so peinlich, wie du denkst, weil er hat die gleichen Geschlechtsorgane wie du. Achso, das ist Jake. Achso, hoppala. Ja, toll, jetzt ist unser Ding wieder zunichte gemacht worden, oder was? Ach Gott, okay, dann gehen wir einfach so duschen. Nein, du gehst jetzt vorher duschen. Du kannst eh nicht schlafen, weil deine Kleine schreit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein schönes Pferd. Ein schönes Wildpferd, okay. Emmet? Kannst du nicht hier irgendwie so dazustoßen? Nö, gell? Gestehen beim Sim nach Tag fragen. Über schmutzige Toilette beschweren. Okay, nee, das werden wir ganz sicher nicht machen. Ach du Kacke. Vor allem, wir haben auch noch riesigen Hunger. Snack essen. Müsli. Mit Sydney was Romantisches anfangen. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Verliebt, umarmen, Blumen geben, Baby machen. Kann ich übernachten? Das kann ich sie fragen, aber ihn nicht, oder was? Oh wow, warum ist sein Hals so abgehackt? So, du musst jetzt mal was essen, ganz schleunigst. Emmet, magst du dich nicht einfach... Achso, warte mal, der andere schreit jetzt. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Und vor allem, da ist ja dann noch 5 Tage lang so ein Kleinkind, was rumbrüllt. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, wenn du deine Freunde nicht anrufst und nichts mit ihnen unternimmst. Renaud van der Burg und Nora Hope sind nicht mehr befreundet. Oje. Okay, das wollte ich. Endlich ist Nora wieder sie selbst. Genau. Okay. Oh, Emmet, das ist gut, dass du da drin schläfst. Schläft. Und das hier wirst du lassen. Du wirst ja wohl jetzt hoffentlich nicht dich zu Emmet ins Bett legen, oder? Tatsächlich, sie macht das. Ach Gott. Ja, die haben zu wenig Betten einfach, gell? Na, wobei eigentlich nicht. Okay, weißt du was? Du gehst jetzt hier hin. Ja, ich weiß, dass du fast umschläfst oder umfällst. Also die sollten hier aufpassen, dass hier nicht irgendwas passiert noch. Und so ein Fliegenschwarm vielleicht noch entsteht. Und Danny, okay. Der. Ja, Sydney ist ja mit Danny jetzt zusammen. Der Witz ist nur, Sydney. Warte mal, wie kommen wir denn zu Sydney? Sydney, genau. Sydney hat mit Dennis Chesterfield einen Sohn. Aha, sie ist mit ihm zusammen, aber es wird da nicht angezeigt, okay.
die ist bereit für ein Kind, echt. Er auch. Dabei kann das kleine Geschöpf doch gar nichts dafür. Wo gehst du denn hin? Aha. Du gehst es im tiefsten Winter hier aufwischen. Wir haben minus 12 Grad, das dürfte gar nicht flüssig sein, aber... Wurscht. Wurscht, wurscht. So, Nora, du schläfst. Emmet, du schläfst noch nicht. Eigentlich könnte ich mich einfach hier oben ins Bett legen, gell? Ein Fahrzeug gelöscht, drei Stereoanlagen ausgeschalten. Okay, jetzt geht sie hoch. Es wäre nicht schlecht, wenn ich das auch noch ausgetauscht hätte, das Bett, sodass sie besser schlafen können, gell? So, Flasche geben, kuscheln und hier ins Bett gehen, schlafen. Ja, toll, dann ist die ganze... das war jetzt nicht gut. Gar nicht gut. Wieso bist du jetzt schon wieder wach? Emmet, ich möchte doch mit dir kuscheln. Emmet. Es ist 4 Uhr morgens. Nora, kann ich schlafen, weil Perry weint? Perry ist ganz woanders. Willst du mich verarschen? Anita wird hier abgelegt. Okay, warte mal, hier hingehen. Kannst du jetzt schlafen? Schau mal, Perry ist... Echt jetzt? Ernsthaft jetzt? Du kannst nicht schlafen, weil oben das Kind schreit, was du da gar nicht hören dürftest. Es ist eine Investition in die Zukunft, meinte Nicholas Riverhawk, nachdem er sein hart erarbeitetes Geld in einer Beteiligung am Supermarkt frisch auf den Tisch gesteckt hat. Jetzt kaufen es... jetzt kaufen? Was? Und es wird mir möglich sein, mit Stil in Rente zu gehen. Ja, da hat er nicht Unrecht. Aha, okay, sie schläft wie im Schlafsack. Auch nicht schlecht. So, warte mal, du stehst jetzt hier nochmal auf und gehst schlafen. Aus Sicht von Nicholas ist es eine weise Entscheidung, kommentierte ein Nachbar. Das neue Mietshaus, kleines Cottage, Abstand in Aschenberg 3 zu kaufen. Die Finanzen sind in guten Händen. Okay. Wo wäre denn das überhaupt? Aschenberg 3? Wo war denn der nochmal? Gebirgs, warte mal, Aschenberg. Das war doch, glaube ich, irgendwo hier drüben, oder? What's that? Ein Grayson-Haushalt. Ja, keine Ahnung, was hier Aschenberg 3 ist. Aber, ja, Sachen zu vermieten ist schon nicht schlecht, wenn man das Geld dafür hat. Die Behausung der Winterlieferungen wurde neulich von der Stadt geprüft und offensichtlich ist es notwendig, dass Peter sich ein besseres Grundstück suchen muss. Aha. Okay. Keine Ahnung, wo der jetzt wohnt. So, schaut, ihr beide schläft wieder in einem Bett. Links, rechts, rumwurzeln, alles Mögliche. Wir müssen hier ein bisschen besser dann schlafen. Ein bisschen viel besser schlafen. Nergi. Anita hat Geburtstag. Heute beginnt für sie ein ganz neuer Lebensabschnitt. Warum kaufst du ihr nicht einen Geburtstagskuchen und veranstaltest eine Party? Ja, wenn ich das Geld dazu hätte, dann würde ich ihr einen Geburtstagskuchen kaufen. Haben wir das Geld dazu? Nein, haben wir nicht. Ui, doch, haben wir. Oh, cool, einen Geburtstagskuchen können wir kaufen. Dann haben wir genau noch einen Simoleon. Ah, fuck. Ich kann meinem Kind leider keine Geburtstagstorte kaufen. Ich verstehe sowieso nicht so ganz, weil eigentlich müsste ich, wie gesagt, Alimente bekommen. Und irgendwie ist das aber nicht der Fall. Und ich verstehe nicht so ganz, warum eigentlich.
Enras Master Controller. Nein, das war's, glaube ich, nicht. Story Progression war das, glaube ich. Story Progression. Allgemeine Optionen. Nein. Sim-Gruppe statt Haushaltsoptionen. Da geht zur Arbeit an. Adoption, das ist es aber auch noch nicht. Statt Optionen, genau, da war es hier. Also wo das halt nicht eingeklammert ist. Und zwar Arbeit, Krankenhausbesuch, Gefängnisbesuch, benenne Neugeborene um. Erlaube Adoption, erlaube Fahrgemeinschaft. Familiennamen des Neugeborenen und der Mutter, Familienerbe aus. Dü, 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 dü. Alimentenzahlung. Geld erlauben an. Geschichten einstellen aus. Ja, Alimentenzahlung. Das können wir jetzt eigentlich nur mal hier ein bisschen erhöhen. Indem wir sagen, gib die Chance ein, mit welcher ein Sim seine Alimente zahlt. Charaktermerkmale beeinflussen diesen Wert. Okay, wir sagen einfach hier mal hier 75. Dann haben wir das hier mal ausgebessert. Aber ich glaube, es geht deswegen nicht besser weiter. Mietbar. So, okay, das haben wir gemacht. Ich weiß noch nicht, inwiefern sich das jetzt verbessern wird. So, die kleine Maus ist ja wach. Es ist die schönste Zeit im Jahr, das Winterfest ist da. Die heiße Schokolade fließt, das Feuerholz brennt und alle verbreiten Jubel, ob du Schlittschuh oder Snowboard fährst, überstürze nichts. Du kannst dich immer noch nächstes Jahr verbessern. Aha, okay, also. Aha, du spielst mit meinem Kind. Okay, du bist der Onkel, du darfst das. So, das war's mit der Beziehung. Was machst du? Nach Hause gehen. Warum? Nein, warte mal. Romantisch küssen. Um Verabredung bitten. Lincoln Montano tratschen, kennenlernen. Nach Geldmitteln fragen. Alles Mögliche hier. Anruf ignorieren. Ach Gott. Kann ich nicht, ich bin keine Schnorrerin, gell? Ich bin nach Geldmitteln fragen. Aber das ist nicht das, was ich. Ach so, Kacke. Gestehen beim Schlafen zu beobachten. Freundlich, romantisch. Haben wir hier endlich mal rumschmusen? Nein, haben wir noch immer nicht. Okay. So, du bist wieder genervt. Können wir eigentlich hier mit ihr reden? Einladen an Gespräch teilzunehmen. Nach Schulhimmel kennenlernen. Okay, warte mal, wir reden auch mal schnell. Achso, die Kleine stinkt. Ja, kann schon mal passieren, gell? So, du bist hungrig. Kali. Barsch begrüßen, freundlich begrüßen. Über Kälte, über Schnee reden. Es tut mir so leid, dass die Kleine um Hand des Sohnes anhalten. Jetzt bin ich dann gespannt, wie das aussieht. Jerglava? Ne, Charnlia. Hub? Bripti? Chapusandiga. Bwacky? Birknaso. Sana? Narva Brandy? Bugnaso. Salachuku! Okay. Kwev as Candleby Nurch. Kennen wir die Dünne? Okay, wenn man hört auf, freundschaftlich begrüßen, über Schnee reden, das lassen wir mal. Sissel. Okay, so, jetzt bin ich gespannt. Mezzel, Clarsch, Handy Beruch, Darf ich bitte und die Hand deines Sohnes Karlava! anhalten? Help!
Ja, wirklich? Na klar. Ja, Nora, ich hätte dich gerne als Schwiegertochter. Du hast meine Zustimmung, meinen Sohn Emmet zu heiraten. What the hell? Okay. Wie geil ist das denn? Okay, warte mal. Kleine Maus. Wir müssen dich jetzt mal füttern. Flasche geben. Schmutzige Windeln wechseln. Dann wäre es cool, wenn ich hier mal was essen würde. Okay, also, wir haben schon mal den Fuß in die Tür gestellt. Den Fuß in die Tür gestellt. Hallo? Wo ist Emmet? Emmet? Er ist nicht mehr zu Hause. Okay. Ja gut, aber wir haben schon mal den Fuß in die Tür gestellt. Wir haben seine Mutter mal gefragt, ob wir ihn heiraten dürfen. Die hat ja gesagt. Und jetzt wäre dann halt die große Frage, ob er uns vielleicht, also ob er einem Antrag etwas zu entgegnen hat oder nicht. Und ja, gut. Das werden wir aber erst in den kommenden Folgen sehen. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.